Ich habe gleich meine erste Runde Aufgabe gewonnen. Ein Axolotl, endlich. Ich habe... So. Vor lauter Reden habe ich es jetzt in Planks umgecraftet. Och nö. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir heute eine kleine Runde Cooking Simulator. Und zwar werde ich heute Tomate Mozzarella machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich würde sagen, wir legen sofort los. So, dann würde ich doch mal sagen, los geht's. Wir sind hier in einem komplett neuen Sandbox-Game im Cooking Simulator. Ich freue mich. Ich habe da ja schon lange nicht mehr gespielt, deswegen ist das jetzt umso interessanter für mich. Mein Mikro ist gerade vom Schreibtisch gekracht. Einen Moment bitte. So, ich hoffe, jetzt sollte es gehen, nachdem das Mikro jetzt einmal runtergekracht ist. Und zwar machen wir uns ein leckeres Tomate-Mozzarella heute. Und dafür brauchen wir erstmal ein paar Tomaten. Nicht Auflaufform, ich will einfach irgendwas, wo ich die Tomaten reintun kann. Ich nehme mir einfach mal hier so einen Topf. Und 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 Tomaten. Ja, das wird schon passen. Und wir brauchen Mozzarella. Kühlschrank auf. Ich glaube, der ist hier unten. Ah, sehr gut. 1, 2, 3 mache ich erstmal. Ich weiß ja nicht. Obwohl, ich mache mal 5. Und natürlich weiß jeder, dafür nehme ich jetzt einfach so ein Ding, es ist mir egal. Nee, das ist doch schlecht. Aha, das hier ist gut. Brauchen wir etwas frischen Basilikum. Hier unten, nice. Eben bei 4. Schön gestapelt, ne? Muss man auch so im Real Life ernten. Und es muss genau so aufeinander stehen bleiben. Das ist wichtig. Sonst ist es der schlechte Basilikum. Ja, ja. Nein, natürlich nicht. Dann aktiviere ich jetzt noch hier den Perk mit ruhige Hände und schnell zu Fuß. Und dann würde ich sagen, schneide ich das Ganze mal. Okay, es leckt wahrscheinlich zu arg, wenn ich jetzt noch mehr Tomaten schneide. Deswegen kann ich die leider nicht verwenden. Mach das im Real Life niemals. Das einfach wegwerfen. Ich hätte es jetzt entweder meinen Hühnern gegeben, weil die mögen Tomaten. Oder ich hätte es auf den Kompost getan. Oder ihr hättet sie natürlich aufgehoben und gegessen. Aber nicht weggeworfen. Aber hier habe ich das halt beides nicht. Was passiert, wenn ich das jetzt vorsichtig hier so drauf wackel, schüttel? Ja, das geht.
Jetzt verteile ich das Ganze noch ein bisschen. Sehr schön. Und jetzt geht's ans Basilikum. Den legen wir auch hier drauf. Das Basilikum, den Basilikum. Kann man den etwa nicht schneiden? Das ist ja doof. Kann ich den klein mixen? Dann wird es wahrscheinlich Basilikumsoße. Ups. Ah. Oh nein. Oh nein, es wird tatsächlich flüssig. Dann gebe ich es mal da drüber. Okay. Das war wohl nichts. Aber wir müssen es eh noch würzen. Oh mein Gott, die haben neue Gewürze hinzugefügt. Und zwar nicht zu knapp. Schaut euch das an. So viele neue Gewürze. Okay, das mache ich bei einem anderen Part. Ich kaufe mir jetzt hier einfach schnell das Salz. Ja, da sind definitiv neue Sachen dazugekommen. Oh mein Gott. Sehr gut. Schade, dass hier kein Tomate-Mozzarella-Salz gibt. Sehr schön. Und ja, dann haben wir da unser nicht so schönes Tomate-Mozzarella. Ich würde davon mal ein Foto machen. Speichern. Und auch noch ein Steam-Screenshot. Dann haben wir da unser, in Anführungszeichen, leckeres Tomate-Mozzarella. Ich hoffe, es war die Herstellung des Tomate-Mozzarellas war schön mit anzuschauen. Ah, hier kann ich es auch nochmal fotografieren, okay. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das war's bei AntoTV und ciao.